Amsterdam, unsere blühende Hauptstadt, von Wilhelmina, von Mia Writing Bull und von Piro Parkam. Hallo Piro. Hallo, hallo, jawohl. Ist Amsterdam eigentlich das Venedig von Holland? Wegen den vielen Kanälen dort? Das sieht tatsächlich so aus. Ich hoffe nur, dass es da nicht so stinkt wie in Venedig. Man sagt man zumindest. Ich war noch nicht da, aber wenn es bei uns stinkt, dann nach Käse. Das wäre wiederum in Ordnung. Das wäre gut. Das würden wir auch niemals als Stinke bezeichnen, sondern als, als Lieblichkeit, als ein Stück holländische Kultur. Trüffel gibt es hier. Lecker. Müssen wir nur noch anschließen. Bananen gibt es hier auch. Alles typisch holländische Produkte. Und natürlich ein kleines Stückchen weiter nördlich, dieser barbarische Speer. Ja, der hat uns ein bisschen den Weg versperrt. Vielleicht kommt er uns ja noch vor die Schleuder. Hast du mal selber eine Schleuder benutzt in deinem Alltag? Ich glaube, ich habe als Kind mal eine gehabt. Ich hatte mal eine Spritzschleuder. Die bin ich aber schnell wieder losgeworden. Ansonsten, eine Spritzschleuder? Ja. Was ist denn das? Eine Spritzschleuder. Ach so, sehr geistreich, ja. Ja, in der Tat, ja. Da sind wir weit von entfernt. Also Zukunftsmusik, wir sind im Jahre 2720 vor Christi Geburt. Da gibt es also weder Jesus Christus noch ein Fahrzeug noch irgendetwas anderes. Woher wussten die denn, obwohl es noch kein Jesus Christus gab, dass wir schon im Jahr 2000, also dass wir im Jahr 2700 vor Christus waren? Das sind genau die philosophischen Fragen oder pseudophilosophischen Fragen, für die ich dich so schätze als Co-Let's Player. Nicht wahr? Ja, also definitiv. Einfach mal drüber nachdenken, das ist nämlich alles nur ein Hoax, ich sag's dir. Ja, könnte so gut sein. Jetzt können wir loslegen. Ein niederländischer Krieger. Warum steht er da? Ich krieg ja Augenschmerzen so. Ach du, sieht du ja nichts. Ich gehe gerne dicht dran. Ja. Also da ist er auf jeden Fall und bleibt erstmal stehen. Oder hättest du gern den Barbaren angegriffen? Ja, kann man machen. Angegriffen, wir können ja auf jeden Fall einmal rübergehen auf den Hügel, da kriegen wir einen Verteidigungsbonus. Der Barbar wird genau. So blöd uns sein und uns angreifen, gehe ich schwer davon aus. Ja, also der Speer hält ein bisschen Abstand. Ich denke, wir gehen mit unserem Schleuderschützen hierhin und begleiten das Jagdlager. Den Jagdlagerbauer hier. Genau, können wir machen. Dann können wir gleich die Trüffel anschließen, unser Volk so ein wenig glücklicher machen. Ja. Glückliches Volk ist dann übrigens auch loyales Volk. Also insofern, oh, wie schön. Ja, genau. Wir müssen das, was wir Ende der letzten Folge noch offen gehalten haben, das müssen wir jetzt noch fertig machen, nämlich die Technologie, den Fortschritt. Die Bewässerung ist eingestellt, das magst du nicht. Genau, mag ich deswegen nicht, weil wir ja gleich eine Ressource anschließen und damit dann den Heureka-Bonus hier bekommen, so dass wir jetzt wechseln könnten auf eine andere. Ich würde gerne Richtung Bergbau gehen. Genau. Allein schon deshalb, weil ja dieser Bauarbeiter hier in Kürze raufrennen und diesen Steinbruch anschließen soll. Genau. Eine Runde weiter. Wir sind immer noch beide, du und ich, ganz happy über den Krieg der kindlichen Kaiserin mit dem mongolischen Schnauzbartträger. Und eben diese Kaiserin, die tadelt uns hier gerade, weil wir Rotterdam, unsere zweite niederländische Stadt, für ihren Geschmack ein wenig zu nah an ihre eigenen Siedlungen gesetzt haben. Sie tadelt uns aber in großer Beherrschtheit und ausgesprochen höflich, ihr Gesicht zu einer Maske der Höflichkeit verzerrt. Da ist keine Wut in ihren Augen, alles gut kaschiert. Noch nicht. Die Frage ist ja, wie wir jetzt mit dieser Bitte umgehen. Wenn wir jetzt nämlich weitere Städte hier bauen wollen, die in ihrer relativen Nähe liegen, dann wird sie das natürlich irgendwie doof finden, wenn wir uns da nicht an dieses Versprechen halten, das wir ihr jetzt eventuell geben. Also ich verspreche den Leuten in der Regel nur gar nichts. Ich sage denen immer, ich ignoriere das, ich verspreche denen weder das eine und hole mir dabei den Diplomatie-Bonus, den es dadurch gibt, glaube ich, noch. Irgendwas noch provoziere ich die. Ich sage einfach, Pustekuchen. Was ist mit meiner Gage jetzt für dieses Let's Play? Das hast du mir auch versprochen. Diese bitte ignorieren. Zack. Okay. So, schau mal. Der Barbar greift uns an. Wie vorhergesagt. Ja. Hat er ordentlich eingesteckt. Das ist gut. Hier oben rast unser Speer hin und her. Übrigens, das hatten wir, wir müssen ja ein kleines Geständnis machen gegenüber den Zuschauern. Wir reden in den Drehpausen kurz über das Spiel und treffen die ein oder andere Entscheidung nicht in Echtzeit, sondern in den Pausen, als zwischen den Runden, wie es sich für Rundenstrategen gehört. Ja, vielleicht nehmen wir einfach die nächste Pause einfach mal mit auf und dann haben wir auch gleich eine Folge mehr. Und dann wissen die Zuschauer auch gleich immer direkt, woran sie sind bei uns. Wir haben darüber nachgedacht, um es nur mal ganz, ganz kurz anzudeuten. Hier unten produzieren wir gerade einen Siedler. Wo soll
Wo soll er hin? In 11 Runden ist er fertig, vielleicht auch früher, wer weiß. Bevölkerung wächst hier ja auch und damit potenziell auch die Produktivität. Und es gibt zwei Schulen, zwei Lehrmeinungen. Lehrmeinung Nummer 1 ist meine und Lehrmeinung Nummer 2 ist die des Hasen, des Angsthasen. Ja, schieß mal los. Was ist deine Lehrmeinung? Naja, vielleicht machst du mal kurz einmal die Siedlerlinse an, dann kann man vielleicht aber ein bisschen unseren Gedankenhergang vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Also schauen wir erstmal bei uns in der Heimat. Was haben wir hier theoretisch noch an guten Stadtpositionen? Richtung Osten, Richtung Yangsan ist sehr, sehr eng. Keine Position für ein etwaiges Aquädukt, kein Frischwasser, nee. Das ganz im Osten ist viel zu weit weg. Also da, das brauchst du nicht machen, da ist die Stadt eh gleich verloren. Also können wir sagen, hier im Westen, das ist vielleicht noch brauchbar, wir brauchen auf jeden Fall ein Aquädukt, um da irgendwie was zu werden. Können wir aber näher ins Auge fassen. Aber eine richtig Perlen, schöne... noch kurz erwähnen, hier gibt es Perlen. Perlen zu erwähnen, in der Tat, richtig, genau, das stimmt. Aber eine richtig schöne Stadtposition sehen wir hier oben. Knallgrün, saftige Wiesen strahlen uns an. Ganz viel fruchtbares, urbares Land, tolle Ressourcen und... Marker, Minusmarker. Ja, Neutralität, echt doof. Malus. In der Tat. So, also was bedeutet das, wenn wir dort in diese Felder, auf denen diese Marker sind, eine Stadt setzen, dann kriegt diese Stadt einen entsprechenden Malus auf die Loyalität. Minus 20 ist schon echt so die Kelle. Pro Runde. Jede einzelne Runde minus 20. Und das bei einem Limit von 100, das ist heftig. Das ist echt übel. Ne? Das heißt, wenn wir eine Stadt dort in die Nähe bauen möchten, dann brauchen wir definitiv von vornherein einen guten Plan, wie wir die Stadt halten, ohne dass sie überwandert zu den Mongolen. Da gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir schlagen den Mongolen ihre Schädel ein. Möglichkeit Nummer 2, etwas realistischer, weil ich das Vielfache unserer Truppen haben. Wir holen uns einen Gouverneur und pflastern die Stadt ansonsten noch zu mit den Bonus, den der Gouverneur gibt. Das ist beispielsweise, wenn man einen Blick drauf, die meisten geben einen Loyalitätsbonus von 8 pro Stadt. Dann haben wir drumherum noch Bürger in den Nachbarstädten, die geben auch ein bisschen Loyalität rüber, wenn man Annehmlichkeiten hat und durch die dann einen Zufriedenheitsbonus in der Stadt, gibt es auch ein bisschen Loyalität drauf. Trotzdem ist abzusehen, es wird schwierig, es gibt wahrscheinlich einen geringen Loyalitätsmalus unterm Strich. Ungefähr. Dritte Möglichkeit, wir tun es einfach dennoch und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Ja, das klingt nach einem Plan. Wie einem typischen BB-Plan. Naja, aber wir können das positiv sehen. Entweder es funktioniert, dann können wir uns freuen, oder es funktioniert nicht, dann können wir euch, liebe Zuschauer, mal zeigen, wie das neue Loyalitätsprinzip funktioniert. Wir sind da einfach mal ganz mutig und versuchen das einfach mal. Dieser Speer, der hat ja immer noch die Aufgabe, vielleicht irgendwann mal im Laufe dieses Let's Plays unsere erste und bisher dann auch einzige Bonushütte irgendwie zu finden. Bisher hatten wir dieses Glück noch nicht. Hier gibt es nochmal Barbarenkeile. Sehr schön. Das sieht gut aus. Barbaren tragen übrigens Irokesen. Das heißt alles. Ja, das heißt irgendwann, das ist glaube ich auch ein neues Feature bei Rise and Fall, werden die Barbaren upgegradet zu Punkern. Im 20. Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich glaubt das mir jetzt keiner. Wir bauen hier ein Jagdlager. Plus 1 Gold, mehr Wohnraum in Amsterdam. Und vor allem lecker Trüffeln ist jetzt errichtet. Meinst du, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Punker unter deinen Abonnenten jetzt sein Abo kündigt? Weil er das als Beleidigung wahrnimmt, dass du ihn quasi einen modernen Barbar genannt hast? Ich behaupte mal, die meisten Punker heutzutage würden das nicht als Beleidigung empfinden, wenn man sie als die fortschrittliche Zukunft eines Barbaren der grauen Vorzeit ansieht. Und als, ich glaube, die pflegen auch einen gewissen Männlichkeitskult. Apropos, wir haben hier einen Irokesenträger beiseite gefegt. Wunderbar. Davon ist zu haben wir kick genau geworden. Nichts, aber ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl, genau. Oh. Ein weiterer Boost für eine unserer Sotzpols, für unsere sozialen Politiken oder wie immer man das obskur abkürzen könnte. Denn Kumasi-Schleuderschütze. Genau, ein weiterer Stadtstaat, damit kennen wir 3 an der Zahl und 3 Stadtstaaten zu kennen, löst dieses Heureka aus. Die Quest werden wir wahrscheinlich nie und nimmer erfüllen, einen großen Projekt zu holen. Da setzen wir nicht unbedingt drauf. Das wird nichts, genau. Religion hatten wir ja eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben. Was, guck mal, wie ärgerlich, dass da hinter diesem Berg eine scheinbar so oder eine anscheinend recht große
Landmasse ist. Ja, und wir kommen hier nicht lang. Wir spielen mit dem Fraktal-Zufallskartenskript. Das bringt manchmal etwas gemeine Kartenverläufe. Ja. So, und mit dem Kollegen hier, der wird geheilt. Na, ich hätte das ja auf dem Feld dort genau gemacht, wo er gerade stand. Ich finde, nach einer gewonnenen Schlacht darf ein Krieger ruhig in sich zurückziehen in die Stadt und da die örtliche Bar oder das örtliche Wirtshaus besuchen und sich einen hinter die Binde kippen. Sich einen Schluck Fla gönnen. Ja, ganz genau. Du lässt diesen Bauarbeiter da jetzt auch ganz alleine. Ich hab gewusst, du sprichst mich drauf an. Oh, das ist überhaupt nicht dein Ding, ne? Also ich distanziere mich da ganz direkt davon. Jetzt ziehe ich den hier oben hin. Und eventuell könnte er darauf gehen. Stolz drauf, ne? Junge. Das sind so die kleinen Gemeinheiten. Sind das die Momente, wo du dann nachts von träumst? Wo du so schweißgebadet aus dem... Schweißgebadet, wirklich. Ja. Dieser WB, unfassbar. Was der mir zumutet. So, und hier oben im Norden? Ach ja, wir müssen überall lang. Hier können wir wenigstens gucken. Oh. Also das Eckchen würde ich ja gerne noch auskundschaften. Nicht in dieser Runde. Nein. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, also wir sind ja uns ja einig, dieser Handwerker zieht Richtung Norden, der hat noch zwei Bauaktionen übrig. Hier soll er einen Steinbruch errichten, in 3 Runden kann er das. Und hier fehlt uns leider die Bewässerung. Haben wir eigentlich gerade jetzt den Boost für die Bewässerung nicht erhalten, sag mal? Wir sollen doch, können wir nochmal kurz reinschauen. Baut eine Ressource ab. Warum haben wir den nicht bekommen? Würde ich ja sagen, das haben wir getan. War das die falsche? Gilt vielleicht nur eine Bonusressource? Ist das ein Übersetzungsfehler? Mutmaßlich. Will ich nicht völlig ausschließen. Das ist natürlich doof. Na gut, ja stimmt, da fehlt uns die Bewässerung für den Zucker. Das heißt, wir könnten irgendwo Reis anschließen, falls das nächste Feld ein Reisfeld ist oder hier eine Viehressource. Oder wir haben Glück und der Steinbruch. Hier oben wird Reis. Als angeschlossene Ressource. Das könnte sein, das könnte passieren. Das kriegen wir gleich raus. Falls der Handwerker dort heil ankommt, je nachdem, was du ihm noch so anstellst. Ich befehle dem Handwerker erstmal den Speer anzugreifen. Ja. Eine Runde weiter. So geht's. Alles gut. Mal schauen, was hier passiert. Nichts. Nein. Hasso und Herrchen flüchten. Und wir können jetzt tatsächlich hier hochziehen. Kommen nicht auf das Feld, aber hoffentlich bald. Ein Blick Richtung Osten? Ja. Wein, so hoch im Norden. Ob das Eiswein ist? wer weiß. Aber die Niederlande sind bekannt für ihren Wein. Müssten wir hier hoch oben im Norden, jenseits des Mongolischen Reiches, nochmal bis dorthin unser Reich expandieren? Schau mal, da eine weitere mongolische Stadt offensichtlich, die wir da gleich aufdecken werden. Und nun? Nochmal eine Runde weiter. Die Mongolei, beziehungsweise die Mongolen, beten. Als die Frau eines Bergarbeiters. Zu einem Pantheon, das haben sie gegründet. Göttin der Erde? Bist du schon mal als Göttin der Erde bezeichnet worden? Nein. Nein, du ich auch noch nicht. Nein, auch, nein, auch noch nicht, nein. Ich kann sein, dass ich mal jemand anders als Göttin der Erde bezeichnet habe. Das will ich nicht ausschließen. Minen können wir jetzt bauen, Steinbrüche und Wald abholzen. Die ersten Umweltsünden der frühen Zeit hier können wir vollbringen. Und Kupfer abbauen. Und nun? Wir könnten einmal unsere kulturelle Ausrichtung ändern, in der Hoffnung, dass wir das frühe Reich durch den Bonus hier fertigstellen können. Aber wir sind ja schon in der Richtung. Mhm. Ja, wirklich eine sinnvolle Alternative gibt es gerade nicht. Ne? 3 Geländefelder haben wir gleich. Achso, weil wir hier halb sind, weil du meinst, den Rest kriegen wir. Ja, genau. Wie viel Bevölkerung haben wir denn? Da oben sind es 2 Bürger. In Rotterdam in 2 Runden. 3. In 2 Runden hätten wir es erfüllt. Ja, klappt doch. Ist doch perfekt. Dann lass es einfach so, wie es ist, oder? Oder wollen wir die 2 Runden nutzen, um die Handwerkskunst fertig zu machen? Oder die Mystik schon mal anforschen? Da würde ich die Mystik anforschen.
Ja, dann machen wir das. Weil das werden wir ja auch gleich haben. Oder wir, ach, den hier drauf können wir noch nicht. Der Dani Mystik. Wir wissen zwar, ist ein bisschen komisch, weil wir wissen nicht, ob wir die Mystik überhaupt holen wollen. Zumindest. Ja, irgendwann werden wir sie zwangsläufig brauchen, glaube ich. Also insofern nehmen wir sie erstmal mit. Neue Forschung, Bergbau abgeschlossen und es geht in Richtung Bewässerung. Naja, wenn wir die jetzt mutmaßlich gleich durch die Steine hoffentlich fertig kriegen, dann brauchen wir die ja nicht. Dann ist die ja fertig, oder? Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, wir probieren es einfach. Wir bekommen es einfach, genau. Okay, wir bauen hier mal einen Steinbruch. Ja. Nee, das ist Steinmetzkunst. Oh. Ja, dann zählt das wohl nicht. Ja, das ist ja ein Ding. Ressource, blöd, dann. Dumm gelaufen. Machen wir es manuell. Nützt dann wohl nichts. Dann halt nicht. Ich will jetzt nicht beleidigt sein, aber. Ich bin ein bisschen beleidigt. Bewässerung bauen wir jetzt, erforschen wir jetzt, Plantagen und so weiter, brauchen wir nämlich für den Zucker. Mhm. Der Kollege bleibt dort stehen, setzt eine Runde aus. Ja, und hier im Norden, soll man einen Blick werfen auf die Stadt, den Rest ja auch noch aufdecken? Können wir machen. Wir wollen ja, bist du auch so ein Sammler? Ich glaube ja, ne? Also so blinde Flecken auf Landkarten, das geht einem doch irgendwie gegen die Entdecker-Ehre, ne? Das hasse ich, ja. Ja. Da haben wir schon manche komische Diskussion drüber geführt beim Let's Playen von Civ. Wenn irgendwo auf einem Kartenrand so ein winziges Hexfältchen mit einem blinden Fleck war, das hatte ich in den Wahnsinn getrieben, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Mhm, richtig. Ich habe sogar ein ganz unflätiges Wort dafür, das ich zusammen mit einem Freund immer benutze, der auch gerne Civilization spielt. Ein unflätiges? Ja. Also ich möchte es eigentlich nicht wiedergeben in dieser Let's Play-Reihe, weil das ist ja eine zivilisierte und kultivierte Let's Play-Reihe. Dann fragen wir einfach die Zuschauer. Moment, ich habe hier in Echtzeit einen Stream. Zuschauer, liebe Zuschauer, hättet ihr gerne, dass dieses unflätige Wort fällt? Ja, mehrere Leute posten. Bitte nenne das unflätige Wort. Bist du sicher? Nicht, nein, die Zuschauer haben es sich gewünscht gerade. Dass es Minus-Daumen gibt unter deinem YouTube-Video. Das gibt es nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dir die nächsten Jahre beim gemeinsamen Let's Play das immer und immer wieder aufs Butterbrot schmieren werde, lieber Pierre. Na gut, liebe Eltern, haltet euren Kindern die Ohren zu, falls sie gerade mitschauen. Also wir sagen dazu immer, das sind Pissflecken. Und diese Pissflecken, die muss man halt aufdecken, weil das gehört sich einfach nicht. Die kann man nicht da offen lassen. Puh, ich bin ein bisschen angewidert. Ja, das tut mir leid, du wolltest es unbedingt. Meinst du? Kannst es nicht ändern. In fünf Runden, wie viel, der hat noch eine Aktion, ich lenke mal ab, indem ich zum Spiel zurückkehre. Ja. Ja. Ich würde gerne mit ihm den Zucker freischalten, allerdings brauchen wir so viele Annehmlichkeiten überhaupt. Für die Loyalität mittlerweile schon. Früher konnte es das ja fast schon egal sein, vor dem Add-on Rise and Fall, wenn man da einen Überschuss hatte an Annehmlichkeiten, war das nicht schlecht, weil es winzigste Boni gab, bei der Produktion zum Beispiel, aber es war nicht wirklich wichtig. Aber jetzt die Loyalität? Genau, also in der Loyalität oder in der Zufriedenheit gibt es ja Zufriedenheitsstufen. Also es gibt ja begeistert und glücklich und so weiter. Bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich glaube, nach glücklich kommt begeistert. Ich weiß aber nicht genau, wann begeistert kommt. Jedenfalls gibt es pro Stufe gibt es einen weiteren Loyalitätspunkt pro Runde. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir mit dem Überschreiten, also mit dem Anschließen der zweiten Annehmlichkeit bereits den Status, der jetzt hier gerade noch glücklich ist bei der Stadt, auf begeistert hochziehen würden. Ich weiß, wie wir das rausbekommen. Wir machen es einfach. Ja. Wir ziehen den einmal hier rein, warten dort ab, pausieren ihn und der Kollege hier, der bewegt sich schon mal runter und holt gleich den Siedler ab. Das ist quasi der Chauffeur. Sehr gute Idee. Ich bin ja noch immer nicht von der Idee überzeugt, dass wir da wirklich hoch im Norden gleich die Stadt hinsetzen. Wie unfreundlich. Guck mal, wie die mit ihrer Hand gewedelt hat, wie arrogant das war. Und ich dachte, unsere Willi und die kindliche Kaiserin, die werden beste Freundinnen. Eine Bitch ist das. Ja. Aber jetzt sag mal, klammerst du dich an Dreck? Was will die uns denn damit sagen? Das verstehe ich auch nicht. Ich weiß, ich bin ein anhänglicher Typ, ich mag dich, aber das finde ich unverschämt dir gegenüber. Absolut unverschämt. Ja, geht nicht. Ich muss mich vor dich stellen. Das geht nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Unglaublich, ne? Ja, also ja. Unfreundlich. Ja, also. Guck mal, da ist wenigstens dieses. Jetzt könnten wir genau. Ach guck mal, wir haben sie noch nicht fertig. Eine Runde. Eine Runde, das machen wir jetzt aber. Dann nehmen wir die eben mit. Das muss jetzt sein. Und mit dem Schleuderschützen nochmal ein Stückchen weiter runter. Guck mal, wie hübsch das hier aussieht, das Jagdlager.
kleine Schweinchen, die rumlaufen und da trüffeln, schnüffeln. Ist das ein Hobby, das du manchmal bei dir im Vorgarten machst? Auf allen Vieren? Ja. Ich habe gehört, so würdest du deinen Gehalt aufbessern. Hm? Irgendeinen blöden Witz mit einem kringeligen Schwanz gerade noch im Kopf, aber den habe ich schnell wieder verworfen. Ich finde, das Niveau dieser Folge geht so. Könnte besser sein. Ich will keinem einen Schuldvorwurf machen, aber ich bin es nicht schuld. Die Prädikate, was hatte ich vorhin gesagt? Schau motiviert mal. Und irgendwie sowas. Ich frage mich oft, warum ihr so wenig redet. Also das, damit kann was soll denn das? Wir plappern die ganze Zeit vor uns hin. Ach, die ist eifersüchtig. Von wegen, das ist eine Bitch, die ist eifersüchtig, dass wir immer nur miteinander reden und nicht mit ihr. Ja, wir sind, ja, wie dem auch immer, Bro-Love. Ne? Eine echte Bro-Love haben wir. Ja, Mann. Wir haben jetzt die Gelegenheit für unsere die Beraterin, die muss ich mal ausstellen beim nächsten Folgenwechsel. Dieser Luxus, wie zum ein Beispiel Klimaanlagen wie schön. Das Römische Reich untergehen. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Und ein schöner Cliffhanger wäre das theoretisch, wenn wir jetzt hier die Folge beenden würden, hier mit den Gouverneuren jetzt diese Folge zu beenden. Ist aber ein bisschen gemein, oder? Wäre ein bisschen gemein. Ja. Ich finde, ich find, das geht absolut nicht. Die Zuschauer haben dann, wenn ein Sturm der Entrüstung jetzt auf jeden Fall starten, wenn ich dir zuliebe die Folge jetzt beende. Äußert in euren Kommentaren freigebig, frei von der Leber weg, was ihr von Piero Parker und diesem und seinen Pissflecken haltet. Und ja, so viel zu dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Niveau gefallen und ihr habt ein paar freundliche Worte für Piero Parker übrig. Geht sparsam damit um, bitte.